Willkommen zurück zu Shovel Knight und da komme ich gar nicht durch, weil ich Treasure Knight noch gar nicht besiegt habe. Ich würde jetzt gerne zurück zur Stadt mein Notenblatt verkaufen und mir noch ein bisschen mehr Magie kaufen, aber da versperrt mir gerade jemand den Weg. Was? Arr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 r
meinen Mana zur Neige ging. Und deswegen steigere ich hier mal ein bisschen meinen Mana. Dann würde ich gerne hier noch den anderen Kelch kaufen. Und beide mit jeweils einem Regenerationstrank füllen. Beim Abfischkönig. Nicht Abfischkönig, keine Ahnung. Keine Ahnung, wie das Wesen heißt. Ich hoffe nur, dass diesmal nicht der ganze Drogentanz wieder von vorne beginnt. Hier beim Abfischteich. Schauen wir mal. Du hast mich geweckt, Sterblicher. Brauchst du Hilfe? Hilf mir. Ein Abfischkelch. Ich kann mit Zaubersekret füllen. Dein Sekret nicht bedacht. Gesundheit, Magie füllen. Genau das hätte ich gerne. Yep. Ah, sehr gut. Hab dich wohl, geschaffter Ritter. Kehre zurück, so du erneut meine Hilfe bedarfst. Sehr gut. Ich kann ihn also auffordern zu tanzen. Nein, danke. Kein Bedarf. Ich habe den Tanz bereits gesehen. So, da war ich schon. Da ist der Treasure Knight, den ich brauche, um hier durchzukommen. Andererseits muss ich hier ja eigentlich auch gar nicht durch. Solange... Ach egal, ich mache es jetzt einfach. Los geht's. Was soll das? Für... Was schon war? Für Schauflichkeit? Ja, die explodieren dann, wenn ich draufgehe. Also die verschwinden, wenn ich draufgehe. Hui, Wasser. Sehr schön. Wow! Okay, wie komme ich jetzt da hoch? So komme ich da hoch. Nein! So knapp. So knapp. Aber das geht auch. Gut. Ich kann unter Wasser ganz schön hoch springen. Ich schätze mal, das soll den Auftrieb darstellen. Und diese Blasen kann ich wohl nicht mit der Schaufel zerstören, so wie es aussieht. Aber diese Dinger da kann ich umherschießen. Das finde ich ja gut. Kannst du da hoch das Vieh aus dem Weg räumen? Ja, danke schön. Sehr cool. Ach. Komm, spuck nochmal. Nee. Kannst du nicht schmucken, wenn ich nicht im Weg bin? Ah. Hey, Magie. Das ist ja lustig, dass die Steine da so umherschweben. Probier's nochmal damit. Voll runter. Hat sich überhaupt nicht gelohnt. Gut, aber ich habe doch hier diesen Feuerstab. Na. Siehst du? Na. Geht doch. Ich meine, hey, wofür habe ich den, wenn ich für sowas? Wie komme ich jetzt da hoch? Wahrscheinlich komme ich da wieder runter irgendwann. So ein dämlicher Ritter. Ey, der trifft ja sogar. Aber ich kann auch treffen. Haha. Wow. Das ist ja gemein. Wow, was? Was ist das denn? Er scheint da einfach ein Fisch aus dem Nichts. Komm her. Hab ich dich. Wow, noch einer. Was ist das denn für ein Gegnertyp, der einfach aus dem Nichts erscheint? Was? Der ist nicht besiegbar? Da habe ich doch was gesehen. Aha. Wenn Fische erscheinen, dann gehe ich da lieber mal mit gezückter Schaufel nach oben. Ah, nein, verdammt. Ah, das Zeug ist wieder da. Sehr gut. Denn hier links habe ich doch gerade was gesehen. Hier gibt es das hier. Was immer das auch sein mag. Eine Schatztruhe und volles Mana. Sehr gut. Boah, einfach ein bisschen Geld. Dankeschön, nehme ich gerne.
Ui, da muss ich aufpassen, dass ich nicht zu hoch springe. Und hier muss ich vor allem aufpassen, dass dieses Teil mich nicht gegen die Stacheln schiebt. Bleibst du weg, du blöder Aal? Ich kann dich gar nicht leiden. Mal, das ist so gedacht. Nein, verdammt. Dass ich die Schätze von oben auf die bewegliche Plattform unten hole, meine ich. Meinte ich, dass es so gedacht wäre. Na! Was? Die machen noch nicht mal mehr Schaden. Die machen mich direkt tot. Das ist ja gemein. Und ich schätze mal, aber meine ersten jetzt kaputt sein, meine ersten Säcke. Die müssen hier sein, ja, die sind leider kaputt. Uah, da ist ja wieder dieses Viech. Stimmt, da war ja was. Geld! Wer sagt's denn? Na! Und noch mehr Geld! Yay! So, hier muss ich nicht aufpassen. Nein! Da habe ich ein Geld übersehen. Nein! Das fällt mir ein. Jetzt ist er wieder so ein dämlicher Fisch. Geh weg! Niemand mag dich. Du hast keine Freunde. Niemand mag Fische, die aus dem Nichts erscheinen. Merkt euch das doch mal, ihr dämlichen Fische. Uah. Was? Muss ich da den Kopf an... Ah, ich muss den Kopf angreifen, okay. Das wusste ich nicht. Moment, hier ist doch noch was. Ja. Kann ich da eigentlich hoch? Mal, da geht sogar aus dem Wasser raus. Ach so. Ich muss über die hier rüber und über die Schlangen dann wieder zurück. Ja, dann hoffe ich mal, dass das klappt. Ah! 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 So viel dazu. Ach nö. Was ist da denn schief gegangen? Keine Ahnung, was da schief lief. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich da falsch gemacht habe. Ach, guck mal, da ist ja auch noch was Verstecktes. Das habe ich ja vorhin voll übersehen. Na, komm her. So, mit dir. Ich kann jetzt zum Glück einfach durchrennen. Ist ja halb so wild. Das Einzige, was ich bräuchte, wäre vielleicht ein bisschen Mana. Na, das klappt leider nicht. Machen wir hier eben auf. Die Heilung, ja, warum nicht? Nehme ich gerne. Und dann hole ich mir hier mein Geld wieder. Naja, zumindest zwei von denen dürfte ich kriegen. Na. Okay, doch nur ein. Was? Was war das denn? Das hat doch geklappt. Was zur Hölle? Letzter Versuch. Ich habe keine Lust mehr. Ah, ist das blöd. Ich find's auch ein bisschen bescheuert, dass mich die Stacheln sofort umbringen, statt mir einfach nur Schaden zuzufügen. Ja, das könnte funktionieren, oder? Erstmal hier ausweichen. Na? Na? Ach. Mal, das geht ja sogar noch viel einfacher. Ich gehe da einfach durch. Das
Mir doch egal. Kann ich diese Teile? Ja, kann ich. Sehr schön. Ah, was mache ich jetzt hier? Lasse ich das Geld einfach liegen? Oder kriege ich irgendwas vielleicht davon ganz einfach? Nö, da komme ich nicht ran. Komme ich hier vielleicht ran? An diesen einen? Nö, ich komme da nicht mehr ran. Ist ja blöd. Blöde Stelle. Jetzt habe ich da sogar effektiv noch Geld verloren. Wow, was? Niemals. Nein! Nein! Moment. Kann ich unverwundbar machen? Was? Da geht's sogar runter. Wow, wie gut. Hä? Darauf kann ich nicht laufen, aber meine Schätze können darauf liegen. Okay. Na, was? Was? Warum hört ihr hier auf, die Plattform? Das ist doch bescheuert. Warum fährt ihr nicht weiter, sobald die Schlange nicht mehr im Weg steht? Wofür soll die denn dann da sein, die Plattform, wenn nicht dafür? Ah, Level Design. Hey, guck mal, ich kann jonglieren. Ich probiere jetzt mal was mit dir. Komm mal da oben her. Ja, genau du. Na? Hui, Glück gehabt. Hä? Im Stein drin? Der Gegner gerade? Ah, das klappt ja wunderbar. Wieso überhaupt nicht? Ah, keine Lust mehr. Ich bin weg. Hoffentlich komme ich diesmal weiter. Bis zum nächsten Checkpoint, ja gut. Weg mit dir. Ich mag diese Schlangen irgendwie nicht. Drüben gibt's, wie viel ist das? 250 Gold, verstehe. Ja, die hole ich mir doch, ne? Wow, was? Hinter mir! Mein! So, wie komme ich jetzt an den ganzen Rest daran? Hm? Den könnte ich mit der Schaufel kriegen, ja. Dann... Schätze ich mal. Ja, genau. Was? Nein, nein. Wie soll das denn gehen? Ah, ist das böse. Ich war ja nicht direkt am Kopf. Oh, meine Güte. So, dritter und letzter Versuch. Erstens, die muss weg. Dann muss die hier auch noch weg. Und dann hole ich mir meine beiden letzten Säcke. Dann gehe ich auf die Plattform. Und springe wieder hoch. Dann springe ich hier rüber. So funktioniert das. Meine Güte, ist das dumm. Hier ist der nächste Checkpoint. Ja, ja, war ja klar. So, weiter geht's. Oder? Moment. Ist das Zeit für eine neue Folge? Ich glaube, es ist Zeit für eine neue Folge. Nein, nein, nein! Naja, nächstes Mal. Ich werde ja irgendwann sicherlich sterben. Und dann komme ich hier nochmal her.